Hallo zusammen. Gestern war ich auf dem Markt und beim Hähnchenwagen habe ich mir gedacht, Mensch, hast mal wieder Lust auf Hähnchenpfanne. Ist ja auch total einfach gemacht und schmeckt immer super lecker. Man braucht auch gar nicht viel. Ihr seht, ich habe ein bisschen Gemüse da. Das hatte ich von Anfang der Woche noch, denn ich habe mal wieder gedämpft in meinem Topf. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Dabei sind auch noch Champignons und ein paar kleine Kartoffeln. Vier Hähnchen-Oberschenkel, also Oberkeulen, habe ich mir mitgenommen. Und ich mache das Ganze in den Servierpfännchen. Ihr wisst, das mache ich unglaublich gerne, denn es ist wunderschön portioniert und es sieht am Tisch auch noch toll aus. Ich musste jetzt auch nur ein bisschen mit Olivenöl einschmieren, das ist da schon drin. Und dazu gibt es noch ein kleines feines Sößchen. Mit dem Restöl vom Pinsel schmiere ich mir jetzt hier die Oberkeulen ein, damit meine Gewürze da gleich drin halten. Auf das Hähnchen kommt Pfeffersalz und ein bisschen Paprikapulver. Ich habe mir das Gemüse jetzt klein geschnitten. Misch das mal ein bisschen durch. Habe vier Knoblauchzehen drin. Da kann man auch noch mehr reinmachen. Und dann verteile ich das jetzt auf die Pfannen. Obendrauf kommt das Hähnchen. In einem Topf habe ich jetzt ein bisschen Olivenöl, da kommt jetzt ein kleines Stückchen Butter rein. Das lasse ich schmelzen und dazu kommen die Zwiebeln. Also eine kleine Zwiebel habe ich klein geschnitten. Wenn die glasig sind, kommt jetzt hier ein Klecks Tomatenmark hinzu und Pfeffer und Paprikapulver. Edelsüß habe ich hier. 300 Milliliter Gemüsebrühe und 200 Milliliter passierte Tomaten kommen da rein. Einmal aufkochen. So, dann kann der Herd auch schon wieder aus. Und dann verteile ich mir das auf die zwei Pfännchen. Der Backofen ist vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und da gehen die beiden Pfännchen jetzt rein. Ich schätze mal so 30, 40 Minuten. Nach 30 Minuten, die Hähnchen haben schon eine schöne Farbe, habe ich die Schiene eins tiefer gesetzt und die Temperatur auf 160 Grad runtergedreht und jetzt nochmal so 15 bis 20 Minuten. Fertig und sogar schon angerichtet. Toll, ne? Also ich würde sagen, wer neu dabei ist, lasst doch gerne ein Abo da und ihr lasst es euch schmecken. Bis dahin, Thomas.